Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU hat deutlich gemacht, sie setzt auf eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan nach Ablauf des aktuellen Mandates Ende März. Die Entscheidung über eine Fortsetzung des Einsatzes werde im Frühjahr fallen, sagte die Ministerin am Montag bei ihrem ersten Besuch der deutschen Soldaten in Mazar-i-Sharif. Dabei werde auch eine Rolle spielen, wie sich die Friedensverhandlungen entwickelten. Jetzt sage sie, sehr vieles spreche dafür, dass die Arbeit, die man begonnen habe und die noch nicht beendet sei, auch fortgesetzt werden könne. Kramp-Karrenbauer sprach von einem langen, schwierigen Weg. Die Arbeit sei noch nicht erledigt. Der seit 18 Jahren andauernde Einsatz am Hindukusch sei jedoch nicht gescheitert, es gebe Fortschritte. US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Tagen bei seinem ersten Besuch in Afghanistan eine Wiederaufnahme der US-Friedensverhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban angekündigt, die er im September nach einem Anschlag gestoppt hatte. Direkte Verhandlungen mit der afghanischen Regierung lehnen die Islamisten bisher ab. Derzeit sind noch etwa 1.300 deutsche Soldaten als Teil eines NATO-Beratungseinsatzes am Hindukusch stationiert, gut 1.000 von ihnen in Mazar-i-Sharif. Trumps erklärtes Ziel ist es, den längsten Kriegseinsatz der USA gegen Sicherheitsgarantien der Taliban zu beenden und die US-Soldaten vom Hindukusch abzuziehen. Gewisse Wendungen des US-Präsidenten, etwa in der Syrien-Politik, nähren bei Verbündeten laut Beobachtern allerdings Sorgen vor einem unabgestimmten Abzug der US-Truppen, der dann auch das Aus für den Rest des NATO-Einsatzes bedeuten dürfte.